Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Paar Hostel Savo Paradise Lost. Gerade ist der Workshop immer noch ein paar Dateien am Runterladen. Ich muss heute Nacht und offensichtlicherweise etwas leiser sprechen, weil das Ganze, naja, etwas blöd sein könnte, wenn denn meine Eltern aufwachen. Also von daher bitte ich das zu entschuldigen. Ja, so, das könnte durchaus schon das Ende des Spiels sein. Ich bin schon mega gespannt gerade, was noch so auf uns wartet. Wir müssen ja in die Richtung hier eigentlich. Cemetery, Herb. Ja, wir haben eigentlich schon alles durch soweit. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, ist das die richtige Richtung? Moment mal kurz. Nee, es muss genau die andere sein. Okay, dann laufe ich einfach mal hier ein bisschen weiter. Jupp, sind ja von da gekommen. Das müsste eigentlich gehen. Über den Graveyard irgendwie, naja. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob man hier hochkommt. Na, bitte, bitte, bitte. Es klappt einfach nicht. Das ist doch scheiße. Ja, doch, jetzt. Haben sich meine größten Sorgen gerade ein bisschen in Luft aufgelöst. Das ist ja schon mal schön. Ja, wie kommen wir jetzt von hier weiter in die Richtung, die wir brauchen? Das ist schon mal scheiße. Werden wir auf jeden Fall irgendwie schon noch schaffen gleich. Oh, okay. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr, dass ich so flüster. Naja, was soll's. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich werde mal durch die Kirche gehen, glaube ich. Oh, komm her, Zombie. Tschuku, tschuku, tschuku. Ja, einfach mal so montags, also die Nacht nach dem Montag sozusagen. 0:56 Uhr ist es gerade. Im wundervollen Herten in NRW, Deutschland. Und ich brauchte einfach. Klassiker. Ich brauchte einfach mal irgendwie ein bisschen was zum Reden. Ja, da habe ich mich einfach dazu entschieden. Ich quatsch einfach mal ein bisschen mit euch. So, ja. Gut. Naja, dann auf jeden Fall werden wir versuchen, irgendwie hier einen Weg durchzufinden. Das muss ja irgendwie schon klappen. I feel better already. Wobei ich glaube nicht, dass wir so auf diese Art und Weise hier langkommen. Och man, irgendwie muss mir die Map mal ein bisschen weiterhelfen. So, ich muss irgendwie in den Train Yard kommen, aber von hier wird es natürlich ein bisschen schwierig. So, wobei, stimmt eigentlich, wenn ich woanders rausgehe, dann müsste ich direkt dahin kommen. Und zwar links, ne? Das müsste doch. Sofern das nicht total am Arsch ist. Cemetery, okay, da müssen wir die andere Tür nehmen. Aber dann komme ich auch raus. Ja, das ist ja schon mal geil. Ja, wie. Ja, ihr seht, es ist mitten in der Nacht. Ich habe auch nicht mehr so die Konzentration. Ich habe noch richtig schön mit Holly geskypt. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben Duke Nukem 3D einfach mal komplett durchgezockt. Und ich bin unglaublich müde. Mann. Das, das ist richtig lustig. Ich werde übrigens, wenn das hier fertig ist, werde ich Duke Caribbean Life's a Beach auf jeden Fall machen. Habe ich mich zu entschieden, weil ich da richtig Bock drauf habe auf das Spiel. Das einfach mal so als kleines Projektchen zu machen. Wenn Holly möchte, kann sie ja mitmachen, aber ich glaube eher nicht, dass sie das so mag, aber naja. Also spielen ja, aber zusammen aufnehmen, naja, ist immer so eine relative Sache. Wir haben so ein bisschen rausgefunden, dass wir das. Oh. Wir haben so ein bisschen rausgefunden, dass wir das beide zusammen nicht so gut können. Also aufnehmen. Naja, was soll's. Man kann ja nicht alles haben. So. Links und dann die Herbs holen. Ja, das müssten wir eigentlich locker noch hinkriegen. Alter! Diese scheiß Mistkinder. Ich mach mal eben den Kopfhörer ein bisschen leiser. Geht ja gar nicht. Sag jetzt nicht, dass wir zu unserem Onkel Dingens müssen. No. Oh no, oh no. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Die kommen hier einfach angeschissen mit ihren Hazmats. Okay. Ja, hier war vor einer Ewigkeit mal Onkel Dave. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Bin mal gespannt, was sie draus gemacht haben. Vielleicht ist ja alles ganz grün oder verschneit, wer weiß. Ja. Ach so, Mexiko's Gateway. Ach so, das ist in der Nähe der mexikanischen Grenze. Ach so. Ja, der Zaun sagt ja alles. USA, USA, unfähiges Scheiß Amerika. Entschuldigung, das war sehr unpatriotisch, aber naja, ich bin auch kein US-Bürger, also von daher kann mir das am Arsch vorbeigehen.
So. Naja. Schön. Dann schauen wir uns auf jeden Fall mal hier um. Ich hoffe, dass wir das alles noch in der Aufnahme hinkriegen. Und dass wir nicht ewig hier noch durch die Gegend latschen müssen. Das wäre ja äußerst scheiße. Oh, hier wird anscheinend mal wieder was Cooles angebaut. Da oben liegt eine Sniper. Wollen die uns jetzt holen oder was? Das hoffe ich mal nicht. I guess this must be the medicinal herb farm. I wonder who's in charge here. Oha. Hey, dude! Uncle Dave, what are you doing here? Oh, that religious cult stuff wasn't panning out, so I moved into the herb business. You know, go green and stuff. It's good for the environment, I think. What brings you around these parts? I was sent to do some pruning. Oh, right. We've been having trouble with that lately. Our guys never seem to feel like doing any work. Take this sanctioned pruning device. It's pretty sensitive, so be careful. You have to take care of three greenhouses, one out front, one in the gym, and one out back, or I might be wrong. I'm totally messed up right now. Okay, dann werden wir wohl ein bisschen Gras ernten. Aber worum geht's denn hier überhaupt? Ich check das nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Hä? Kommen jetzt hier irgendwelche Viecher und wollen das auffressen oder was? So sieht's gerade ein bisschen aus. Back, Gym, Front. Das ist ja total bescheuert. Ja, was soll ich denn jetzt hiermit machen? Hä? Ach so. Weil das rumklimpert, habe ich einfach ein bisschen Schiss gehabt. Jetzt passiert natürlich wieder was Unverhofftes. Das war doch Well, irgendwie well, schon wieder well. klar. What do we have here? Looks like our informant was correct. We got ourselves a marijuana farm growing right under our noses. Move in, team. It's time we weed these potheads out of this joint. Och nö. Ah, hell, it's the Narcs. These guys are such a buzzkill. Keep on pruning, dude. I'll cover you from these downers. Looks like I can use this radio to call out to Uncle Dave. Ja, das ist ja schon geil. Hoffen wir mal, dass die uns nicht allzu sehr angreifen. So, das Weed muss geerntet sein. So wie sich das gehört. Oh nein, oh no. Gut, schauen wir uns mal eben um im Inventar. Ja, ein Joint. Wir können ja jetzt bald unsere eigenen drehen, wie es scheint. Warum brauche ich den eigentlich, wenn ich mich doch auch selber wehren kann? Ich dachte eigentlich, dass hier drin dann auch noch. Wachsen hier drin dann auch noch solche Pflanzen oder was? Nee, oder? Was ist das denn für einer? Seite an Seite mit der Taliban-Miliz. Was? Mit Smiley und so. Ja, Onkel Dave kommt auf jeden Fall schon mal mit, das ist gut. Ja, Gott, das Ding ist geil. Scheiße, geht das ab. Ich freue mich schon aufs nächste DLC. Sorry übrigens nochmal, dass ich so leise bin. Das geht einfach heute Abend nicht anders, aber ich wollte das unbedingt noch durchzocken. Weil ich habe mir geschworen, ich zock das nicht durch, bis ich das einmal im Let's Play durchgezockt habe. Ich wollte das dann eben mal einen Abend noch durchzocken, dann kann ich das morgen halt schon, wenn alles fertig ist, nochmal ein bisschen privat zocken, weil darauf habe ich echt irgendwie so ein bisschen Lust gekriegt. Da ist noch einer. Einer von den Bösen. Ich finde, das ist alles viel bunter geworden, so, ne? Nicht so wüstenähnlich. Aber man müsste das Spiel sowieso nochmal auf einer neuen Engine aufbauen, finde ich. Hoffentlich crackt das gleich nicht weg. Nee, es geht immer noch. Ach so, habe ich jetzt dafür eine Healthpipe bekommen gerade oder lacht die da einfach nur rum? Ich weiß das gar nicht. Lustig wäre beides. So. Einfach so lustig wäre beides.
Oh Mann, ey. Ich feiere mich gerade teilweise selber für den Spruch. Das ist eigentlich traurig, wenn man sich selber feiert, aber naja. Man kann ja mal eine Ausnahme machen in dem Fall. Boah, ich hoffe, dass ich das Ding behalten darf. Das ist ja episch, Alter. Ja, und Osama, der hat nichts Besseres zu tun, als hier voll einen Friedensstifter zu machen. Ja, die Maskerade ist aber ganz schön schnell aufgefallen. Als ob man dem das abkaufen würde. Osama und Frieden, ja, nee, ist klar. Oder das sind eben die der Taliban, Alu Akbar, ach nee, ich meine, Al-Qaida. Ja. Aber Anfang hat sich irgendwie Al-Qaida so angehört wie so eine. Also Al-Qaida heißt es ja teilweise, aber auch irgendwie Al-Qaida, keine Ahnung. Es hat sich am Anfang so angehört wie eine Fluggesellschaft, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Da dachte ich mir auch so, okay, ich fliege dann demnächst mit Al-Qaida Airlines oder so. Ja, ich weiß, mit Flugzeugen machen die aber, glaube ich, eher andere Sachen. So, also, wo darf es jetzt lang gehen? Ist so ein bisschen meine Frage. Und warum zur Hölle kommen so viele von denen? So unglaublich verschissen viele, das ist ja wirklich gemein. Geht gar nicht. Wenigstens kann ich ein bisschen MP5-Money aufsammeln. Habe ich schon so viel davon oder was ist los? Tatsächlich, 400, komplett voll. Ich liebe diese Waffe. Ich glaube, dann werden wir mal ein bisschen hier durchgehen, wobei... Wird hier im Gebäude auch noch Gras angebaut? Das wäre sehr interessant. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um, wenn es genehm ist. Okay. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Geil. Warum muss man eigentlich immer draufspringen, um die Sachen einzusammeln? Ja, beim Kuhkopf geht das auch so. Das ist ja irgendwie scheiße. Larry the Crab. Schön angerichtet. Komischerweise will keiner irgendwie Larry the Crab kaufen. Das ist total komisch. Aber alle wollen Crotchy. Ich weiß nicht mal warum. Irgendwie so ein... Das ist so ein Klötenspielzeug und jedes Kind will's haben. Das ist total absurd. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? So, hier geht's nach draußen. Aber ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen gucken, dass wir hier unsere Weed Farm sozusagen im Haus noch wahrscheinlich finden. Die wird hier bestimmt irgendwo rumgurken. Bin mal relativ gespannt, wo sie denn jetzt genau Yep, woher wusste ich das? Das war einfach weibliche Intuition. Klappt das? Yo. Tatsächlich. Ist ja geil. Woher wusste ich das? Okay. Was ist damit? Oh man, that's fucking Scheiße. Awesome. Oh, der hat fuck gesagt. Scheiße. Oh, ich auch. Wie wär's mit einer Sichel? Ist ja episch. Nee, aber am besten geht immer noch dieses... Wo ist das Schneidegerät? Da, oder? Nee. Das Schneidegerät, auch gut. Ja, schneiden ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Da. Okay. Das ist so bei diesen sonstigen Waffen. Ich würde sagen, am Ende können wir eigentlich mit dem Ding absolut jeden killen. Spricht ja nicht viel gegen. Hä? Hier sind noch zwei über, wo... Da hinten, ach so. Ja, dann hole ich mir den gleich. Jetzt habe ich gerade keine Lust darauf. Ist ja total doof. Ja, sorry, auf jeden Fall, dass in den letzten Part jetzt irgendwie, beziehungsweise im letzten Part vielleicht. Ja, wir haben noch 11 Minuten. Kann sein, dass ich noch einen Part machen muss. Sorry auf jeden Fall, dass ich im letzten Part jetzt hier irgendwie anscheinend so leise spreche, aber das geht gerade einfach nicht anders und ich will es heute Nacht noch durchkriegen. So. Prune Herb, weil ich habe einfach durch den Schweizurlaub und durch die Vorbereitung alles, was ich halt die Tage jetzt gemacht habe, da hat das alles nicht so ganz geklappt mit dem Aufnehmen und ich musste es rauszögern und ich wollte es in der Release-Woche eigentlich noch durchspielen, weil so viel ist das eigentlich ja nicht. Vor allen Dingen für einen eingestielten Postal 2 Fan. Scheiße. Eingestuhlt. Yeah, heiße Party und so. What the fuck? Kitzel, 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 Kitzel. Oh. Kille, kille, kille. Kille, kille, kille. Kille, 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 kille. Oh. Den wollte ich jetzt nicht angreifen. Kille, kille, kille. Ja, Korpsparty, ne? So läuft das.
Oh, diese Sitzkissen sind geil. Ich muss mir... Oh, so ein Sitzsack. Ich wünsche mir sowas zu Weihnachten. Dieses Jahr, so ein Sitzkissen. Ja, das wird so geil. Sich einfach so reinfallen lassen und einpennen. Der heilige Stein, oder was soll das hier bitte sein? So ein Scheiß. Ich habe auch so eine Steinsammlung von früher noch. Scheiße. Oh Junge, das ist die OP-Waffe schlechthin. Das ist eine Waffe, die Sichel und alles bei Weitem übertrifft für Nahkampf. Boah, einfach durchsägen. Ist wie die Kettensäge, nur noch stärker. Weil das irgendwie überhaupt nicht hängen bleibt, das Ding. Gut, die Kettensäge eigentlich auch eher nicht, aber... trotzdem. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich bin tot. Boah, weißt du, immer wenn du so wenig Leben hast, dann überlebst du gerade noch so. Das ist scheiße. Jetzt wird mir gerade gesagt, dass mein EU-Roaming-Paket abgelaufen ist. Ich bin schon lange wieder aus der Schweiz raus. Das ist doch scheiße. Ja, ich weiß, die Schweiz gehört nicht zur EU, aber die ist auch komischerweise mit in diesem EU-Roaming-Paket. EU. Ja, besonders schlau von Aldi Talk, die hatten in Geografie wahrscheinlich auch eine 5 oder so. Yeah, die Hälfte von uns ist tot. Yeah. Jetzt lassen wir uns feiern. It's good to see you have returned safely. Gee, that's mighty kind of you. Are you sure you're not still bitter over those, shall I say, past incidents? It is water under the bridge now. Al-Qaeda has turned over a new leaf and shall always support our fellow man regardless of our differences. Hand me those bomb pieces you acquired and I shall assemble the IED you need. Thanks. There, it is ready. Remember, you must use this explosive device to destroy the seal at the hellhole. It is down this path you will find your lost dog. Farewell, friend, and may you have good fortune in rescuing your royal companion. Thanks. You know, I suppose I misjudged you Al-Qaeda boys. You guys aren't so bad after all. Guess I'll be on my way now. Oh, and sorry about that whole 72 virgins thing not working out for you. We were promised 72 virgins for the destruction of infidels, weren't we? Yes, it is not too late to make good on that promise, is it? Shit. Boah, das war jetzt sowas von klar. Jetzt kriege ich dieselbe SMS einfach mal nochmal. Friday ist durch, ey. Wir sind eigentlich im Grunde durch. Ist der Hammer. Was machen wir denn jetzt? So, I finally got directions to find Champ, a syringe full of a dubious chemical to cure him, and an improvised explosive device to blow the seal that will lead me there. I should be getting out of here with Champ in no time. Okay, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Allahu Akbar! 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 Pff, pff, pff. Dschihad! Dschihad! Allahu Akbar! What the hell was that? Oh man, ey. Shit, looks like someone's beat me to the punch. But who else would want to head this way? Ich schätze mal niemand. Tja, dann solltest du dich mal da reinschwingen, Kollege. Well, I guess I got an extra IED now. Never know when one might come in handy. Tja, ne, Pech gehabt. Das kann doch spannend werden. Ja, Leute, ich entscheide mich jetzt offiziell dazu, noch ein paar zu machen, weil mir das persönlich sonst zu knapp wird, alles in einer Folge. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird.
Also in diesem Sinne, wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Ich trinke noch kurz einen Schluck und dann bin ich wieder für euch da. Also in dem Sinne, haut rein. Euer Ketter sagt Cheerio. Tschüssi. Hehe. Ja. Alakbar.